Achtung! Die in diesem Video gezeigte Szenen sind mit Vorsicht zu behandeln. Deshalb möchte ich euch sagen, dass ihr es bitte nicht nachmachen sollt. Danke für eure Sicherheit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit mir, der Maxwell TV. Heute geht's eure letzte, also diese, wo ich dann die Abführung gemacht habe, hat ihr mit, ach, ich muss, keine Ahnung, ich weiß gerade nicht mal, wie viel Prozent es war, abgestimmt für die Stellenstücke Gleistour. Und jetzt mache ich es noch. Noch ein wichtiger Hinweis, bitte betretet keine Stillgleise. Ich weiß das, weil das hier stillgelegt ist, weil ich möchte gerne sehen. So, wenn ihr sowas tretet, bitte mit Hochgefahr und betreten mit auf eine Gefahr. Piratgewinde dürft ihr nicht betreten, das ist verboten. Ich weiß, dass hier es ist, aber trotzdem bitte nicht nachmachen oder nur mit erhöhter Vorsicht. Heute, wir sind an der, hier an der Strecke Dreiser. Okay, ich weiß, fragt mich nicht mehr nur mit der Strecke, ich will euch noch einmal einblenden. Und ich bin jetzt am Silbersee, im Friendorf und starten die Tour bis voraussichtlich bis Dreiser. Wie weit ich kommen werde, ist noch nicht, genau, aber wir legen gleich mal los. Ja. Wir starten hier, wo wir eben gesehen haben, am Bahnübergang mit so einem ganz alten Bahnübergang-Typ noch mit so so ein ganz mit altes mechanisches Bahnübergang, wo wir auch noch ein Fleutwerk dran könnte. Und ja, ich weiß nicht, ob ich noch alles sehen kann. Und sag mal so, es ist hier scheiße zugewachsen. Aber zugewachsen schon. Und dann nur schwer durch. Aber es geht es noch schon besser, als wenn man es im Sommer macht. Weil dort ist es hier absolut zugewachsen. Au. Und ich glaube, ich musste gleich auch rumgehen, weil hier einfach nicht kann, wenn ich durchkomme. Ja, dann. Die Strecke hier ist eigentlich grundsätzlich nur eingleisig. Aber ich habe auch schon mal Abschnitte gesehen, wo es oft zweigleisig ist. Und es ist ganz schön fröstig morgen, weil es ist knapp. Weil ich mal um Uhr. Oh, knapp 10 Uhr hier. Ich muss auch aufpassen, dass ich hier noch weiß, es nicht ungefähr steht. Aber ich hoffe, ich weiß, auf diesem Strecke gibt es einen Teil, wo man sogar mit Draisinen fahren kann. Wo das noch genau liegt, blende ich das nochmal hier ein, weil ich weiß es gerade selber nicht. So, jetzt geht es ein bisschen besser, glaube ich, hier. Ich war schon mal hier, aber bin ich dann nur ein Teil bis hier runtergelaufen oder runter nicht. Aber jetzt gehen wir in die Gegenrichtung. Und zwar versuche ich mal knapp 20 Kilometer. Bin ja jetzt aus der Puste. Also ungefähr 20 Kilometer laufen bis Dreiser.
ungefähr. Wie es jetzt nochmal genau ist, das werde ich dann wahrscheinlich am Ende nochmal zeigen. Weil ich habe nochmal meinen Zähler mit, also einen Schrämen, auch einen Zähler, das ist so ein Schrittzähler, der auch mit der Entfernung anzeigt, auch schon eingestellt. Ist doch alles extrem zugewachsen hier. Das ist ganz schön anstrengend, kann ich euch sagen. Aber ich habe so ein Gefühl gerade, dass ich hier nur sehr schwer vorankomme, wirklich jetzt. Trotz, dass es hier noch recht früh ist und noch kein Links gewachsen ist, ist es durch diese Bäume, umgestürzte Bäume und so, schwierig, durchzukommen. Besonders ob hier wird's schwierig. Warte, ich kämpfe mir kurz hier durch, wir sind mit nochmal gleich wieder, bis wir dann kommen ist. Bis gleich. Ach, diesen Schritt habe ich überstanden. Durch. Jetzt geht's ein bisschen besser hier. Wow. Was noch kann ich noch zu Friedhof sagen? Friedhof ist eigentlich ein beliebtes Urlaubsziel, weil direkt am Friedendorf ist der Silbersee und direkt dazwischen ist die Bobbahn. Außerdem ist er dort so ein... Okay, jetzt sieht es nicht mehr aus. Außerdem ist hier noch so ein Campingplatz so und blibobobum. So ein Erlebnisbad und so. Hier kommen wir zum Haltepunkt Friedendorf. Wir sind jetzt hier am Haltepunkt Friedendorf und ja, was kann man hier sagen? Das ist hier ein eingleisiger Haltepunkt, wo einfach nur Züge anhalten können, aber nicht, also jetzt kann ich leider nicht sagen, was hier ist, kann man anhalten, aber hier kann man dann einfach Züge anhalten, den Haltepunkt hat keine Weiche zwischen, das ist kein Bahnhof, sondern ein Haltepunkt und war hier früher Station gewesen. So, was ich hier auch noch entdeckt habe, ist ein, ich schätze, das ist ein Fernsprecher. Und nicht schon der Bahnsteig endet. Ist ein recht kurzer Bahnsteig. Ja, dann gehen wir jetzt weiter. Aber das Ortsschild oder so, da weißt du, dass du hier doch am so einen Haltepunkt siehst, gibt es hier leider nicht mehr. Ich wurde schon geklaut, abmontiert oder so. Keine Ahnung. Naja, gehen wir jetzt weiter. Oh.
Naja, die Gleise hier sind eigentlich, wie es aussieht, grundsätzlich oder wo ich sehe, nur mit Holzschwellen. Also auch ganz alt, Classic Art. Classic Schienen, Holzschwellen. Die Schienen wurden mit solchen, wie ich gerade richtig gesehen habe, mit solchen Schrauben, noch ganz alte Schrauben befestigt. Und und die Gleisstücke wurden einfach aneinander geschraubt, nicht zusammengeschweißt, nicht verbunden, sondern nur geschraubt. Deshalb sieht man, kann man auch auf diesen Gleisabschnitten so, wenn auch so Fuß, das gibt es doch gar nicht, solche kleinen, mini kleinen Lücken sehen. Vielleicht auch, das Ding. Vielleicht kann man es gleich nochmal sehen. Ich hoffe, wenn ich auf die Gleis achte. Hier, zum Beispiel. Hier. Das ist eine ganz kleine Lücke dazwischen und die sind nur hier, vom Moos befreie, mit Schrauben festgeklemmt. Also festgeschraubt. Gut, sehen wir gerade zum Moos nicht gut, aber so früh die ganzen Gleise aneinander befestigt. Eigentlich auch doch hier, nee, doch in Beißern, so. Hier ist sogar auch. Hier. Und da sind wir dran an den Stellen befestigt. Heutzutage wird es ja mit die Schweiß zusammengeschweißt. Beziehungsweise heißt es doch zusammengeschweißt, kann man es so sagen noch. Mit Thermitstahl. Ich glaube, die Gleise bestehen hier sogar aus Thermitstahl. Aneinander geschweißt. So, hier kommen wir dann zu einer kleinen Brücke, die dann diese Unterführung mit dem Silbersee, also Friedendorf für Friedensee und den Ortsteil oder sagen wir Stadt Friedendorf verbindet. Also eine ganz kleine Überbrückung für den Straßenverkehr. Was war in den 90er Jahren so als Übergang eigentlich oft war. Und dahinter, oh Gott, wenn man dahin geht, ist es noch schwieriger, sehe ich gerade. Hier ist sogar noch ein Fußgängerübergang, das sehe ich gerade. Und also ich sehe gerade, hier ist sogar auch noch ein Fußgängerübergang. Der ist sogar noch betrieblich, also noch sogar noch benutzt, wie es aussieht. So, von dort kam hier und von hier geht's weiter, wo es noch zugewachsen ist. Gut, hier geht es tatsächlich noch etwas. Ich kenne das schon mal schlimmer, wo ich absolut überhaupt gar nicht vorbeikam. Wie es da hinten vielleicht aussehen könnte. Und hier wurde es extra wegen Strecke so zugemacht. Sieht so aus. Naja, egal. Da hinten sehe ich irgendwas Interessantes. Aber kann ich es nicht richtig sehen. Ja, es geht schon ein bisschen besser jetzt hier. Wäre ich im Sommer, wäre ich wahrscheinlich hier nur wirklich mühsam gar nicht durchgekommen. Ein Teil auch noch wegen diese Brombeersträuche mit den Dornen. Aber selbst mit großer Hose. Also ich habe natürlich lange Hose an, aber sonst mit großer Hose. Aua. Ist das ein Bagger da hinten? Au.
45. Ich dachte gerade, er bewegt sich. Aua. Aua. Das ist ein Bagger, sehe ich gerade. Huch. Wenn die Strecke doch wieder aufgefährt ist, also endstill liegt, bezweifle ich ja. Schauen wir mal. Du wirst übrigens noch alte Sachen hier aufgestellt, die Knaller so, sehe ich momentan eigentlich nicht. Jo, das ist ein Bagger. Und hier komme ich gerade nicht gut durch. Ach nee, das ist ein Schienenbagger. Sehe ich gerade oben. Ich habe irgendwie die Strecke noch mit mir befahrbar gemacht. Habe ich viel. Oder? Ich weiß gerade nicht. Na gut, ich versuche erstmal hier durchzuschlängen. Bis gleich. Also, gleich. So. Aber ich habe gerade gesehen, das ist gerade so eine Astschneidegabel oder so dran. Irgendwie habe ich gerade so mehrere Gedanken im Kopf. Will die Strecke wieder so neu saniert? Oder was macht der hier? Oh boy, das sieht eher nicht so aus, weil hier, guck mal, so zerstört wurde. Ich habe vielleicht hier einfach hier verschrottet. Weil hinter auf Strecke ist hier auch wieder als zu. Okay, ein. Der Aufhalt in Gänse. Verbrechen ist verboten. Ich habe für das, der wurde hier einfach ausgemustert hier hingestellt. Hier noch so viel abstützen, damit ich umkippe, eine Kupplung, so eine wie ist auch Kupplung. So, aber ich würde wirklich sagen, der wird hier abgestellt für ausmustern. Würde ich sagen. Aber es sieht irgendwie so frisch aus. Ich glaube, dass das so frisch gemacht wurde. Ich habe keine Ahnung. Aber irgendwie sagt man im Kopf, irgendwie so ein Dachdenken, also wird die Strecke saniert? Oder steht er schon zu lange und wird hier einfach zerschrottet? Ich weiß es nicht. Aber wie gehen wir weiter? So. Eigenartig so. Na gut, Hessen hat eigentlich auch mal irgendwas so gesagt, dass wir die stillgelegten Strecken wieder entstilllegen und wir in Betrieb nehmen wollen. Dass das wirklich so ist, das glaube ich nicht. Dafür ist die Strecke einfach viel zu alt. Wir waren sogar schon die Pilze an den toten Bäumen. Ich bezweifle, dass die Strecke wieder betrieben werden wird. Dafür stehen die Bäume einfach viel zu alt hier. Viel zu lange, wie es aussieht. Oder wenn doch nicht, wie er doch ein Streckenplan verlangt wird. Puh, das ist erstens teuer. Sehr teuer. Und zweitens wird es vielleicht noch etliche Jahre dauern. Oder vielleicht. Ach, ich rede einfach so viel. Aber das ist mal was Interessantes, was hier steht. Ich weiß gar nicht, ob das schon seit längerem steht oder nur neulich. Oder so. Aber ich denke nicht. Na gut. Gehen wir weiter. Die nächsten Meter für Meter und Kilometer. Das sieht irgendwie putzig aus. Ein Baum hat sich in einen Baum reingepflanzt, reingewachsen.
Prima, die Strecke an die Kurve, aber kurze Frage. Hat hier an dieser Stelle irgendwo einen Kilometerstand gesehen? Ich tatsächlich nicht. Und irgendwie sagt man, dass das irgendwie auf hier zwei Klassen wären, so könnte. So wie es eben auch liegt, könnte, finde ich. Vielleicht war das sogar, das war die Klasse, die einfach nur weg entfrontiert. Aha, hier könnte ursprünglich noch so was sein, von Signal oder so. So wie es das aussieht. Aber hast du hier keinen einzigen Kilometerstand gesehen? Hier liegen Holzstellen. Ich würde mal sagen, das war hier tatsächlich ein zweites Gleis. Und hier sieht. Warte mal kurz. So. Also was man für Überraschung sieht, das ist. Jo. Was? Man kann vieles über die alte Bundesbahn bzw. Reichsbahn, Ex-Reichsbahn, lernen und entdecken. Finde ich wirklich. Ah, schön, dass heute auch ein bisschen Sonne rausguckt und nicht so mehr neblig war, weil eben vorher war es ziemlich neblig hier. Da ist Kilometerstein. Kilometer, Hund, warte, ich guck gleich. Da ist ein Kilometerstein. Das ist, ich glaube, das war auch ein Kilometerstein. Der wurde einfach, ist einfach weg, weil so, was ich hinten die Form gerade sehe. Kilometer 116,7, also 116 Kilometer und 700 Meter. Ja. So. Also ich würde hier wirklich sagen, das könnte hier so wie ein Überholgleis sein. Mal sehen, ob wir vielleicht noch was in der Ecke entdecken können. Hier direkt sollte, glaube ich, der Ort Friendorf. Glaube ich. Oder, warte mal eine Sekunde, ich habe gerade kurz in meinem Kopf. Kurz in den Gedanken. Ich habe laut zum Wiki gesehen, habe ich war gerade Friendorf und Friendorf Silbersee. Vielleicht ist hier auch ein Bad, wo ich Friendorf war. Dann siehst du hier sogar ein Bahnhof. Jetzt gehen wir schon 16,8, also 116,8. Vielleicht könnte es sein. Deshalb habe ich auch gerade hier, ist mir gerade auch hier eingefallen, aber vom Bahnsteig sehe ich gerade nichts. Holzböen, die sind ziemlich vermoost und morsch sind.
Oh je, hier wird es wieder ein bisschen schwieriger und zugewachsen. Ja. Und hier muss ich ein bisschen mehr aufpassen, weil hier sind solche gefährlichen Lücken. Nee. Da muss ich ein bisschen aufpassen und am besten auf die Holzstände. Aber Vorsicht auch, hier könnte ein Morsch sein. Okay, hier wird es sein, dass ich das hier hier sanft zweigt. Also die Strecken hier sanft fügen. Also diese kleinen, hier sind diese, wie ich sage, Brombeeren oder so, Streiche, wie es sind, aua, Dorn. Ich komme gerade nur mühsam durch. Hier. Ich konnte nicht. Aua. Wobei es auch noch was zweigleisig ist. Hier ist auch noch so eine kleine Brücke. Beziehungsweise. Was für ein Stein, ich kann sagen, was das denn. So eine Führung. Hier kommen wenigen noch mal weitere alte Morsch. Aua. Morsch Holzstellen. Oh oh, ich bin gerade hinten sehe, hinten wird es schwieriger für mich durchzugehen. Oder gerade einen weiteren Kilometer habe ich gerade. Ah, Moment. Da ist ein Fernsprecher, da können wir das noch das F anzeigen. Also ich würde mir hier schwer behaupten, das war hier wirklich, hier ist wirklich ein Bahnsteig, der aber weg entfernt wurde. Weil hier ist ein Fernsprecher. Würde ich wirklich sagen. Der ist sogar offen. Guck mal kurz mal rein. Ja, hier mal das Fernsprechertelefon drinne. Und so. Aber ich würde jetzt wirklich schwer behaupten, hier ist Friedendorf, der Bahnhof Friedendorf, wo im Bahnhof oder Haltepunkt oder Haltestelle Friedendorf. So, weiter geht's. Au. Sind da noch Kilometer? Nee, doch. Nee, das ist kein Kilometer. Da ist der Kilometer. 117 und da unten ist keine Zeit, das heißt 117,0. Ja, nee, da rennt das noch nicht. Eure Strecke ist hier noch sogar noch zweigleisig, wie es so aussieht. Gucken und schon wissen schön die Sonne raus. Und ich kann man schön, hier kann man schön die Schwellen sehen. Holzschwellen und die Gleise mit den Gleisverbindungen sehen. Das sind doch ganz alte Schrauben. Mit den Teilen. Rutschig gefallen, Holzschwellen. Muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Oh, ich fällt wieder hinten, wird es immer schwieriger, als das gehen. Weil es wird dann schon zuwachsen, die Hände wieder. Oder wenn man hier sagt, oh Gott. Wenn sowas hier irgendwie auf Strecke ist, dann kann ich nicht los. Da muss ich irgendwie ausweichen. Also irgendwie es umgehen. Oder notfalls, wenn ich Pech habe, einfach. Ganz irgendwie einen Weg finden, wo ich aus dem Mund rumgehen kann. Gott, heute los. Kilometerstand 17,1. Da. Ja. Warte, meine Kamera ist gerade schmutzig.
Aber irgendwie fühlt das jetzt gleich mehr eingleisig mit zurück. Oh Gott, hier geht es aber schon runter. Jetzt kommt einer und oh! Ich bin hängen geblieben. Einmal durch. Hey. Aua. Aua. Das war ja so. Huch, oder was? Ja. Oh ja. Dorn. Ich kann, hängt ein Dorn an meine Hose. Moment. So, jetzt weg. Oh, Alter. Was ist denn da? Ist das ein Pöll? Sieht sehr aus, dass es ein Pöll ist. Es ist auch Müll. Okay. Okay. Könnte auch was Interessantes sein. Oh nein. Das wirklich Interessante war eigentlich dort, wo dieser Schienenbagger, der wahrscheinlich einfach hier abgestellt wurde und von nichts war. Nicht mal vorbeigefahren. Einfach fehlt dort einfach der Schrotten. Gut, dass hier ein zweites Klassik rüber, das ist es schwieriger, immer hier durchzukommen. Ich habe für das hier ab hier ganz halb zweigleisig. Und hier sind wir noch ein bisschen Schotter. Warum sieht das hier eine Kutte? Ich sehe gerade. Ja, ich kann. Wir laufen gerade über eine Brücke. Sehe ich gerade. Ich weiß gerade nicht, was da drin Zeug nochmal ist. Spinnwesen sind ja auch noch. Aber wir laufen unten auf eine Brücke. Ach, jetzt wird es ganz, ganz schwer durchzukommen. Shit. Das ist gerade. Ich glaube, hier komme ich leider nicht durch. Ne, hier komme ich leider nicht mehr durch. Hier muss ich heute kurz aus rumlaufen. Also, gleich. So, jetzt bin ich auf der Brücke und ich habe hier was Interessantes entdeckt. Hier sind Weichen. Also, hier ist. Hier kann man, glaube ich, dann hier irgendwie durchrutschen. Warte, ich muss aufpassen, hier sind Autos. So. Aber hier kann ich einfach gar nicht mehr durch. Weil es zu zugewachsen ist. Aber hier soll es besser gehen. Seite würde ich sagen. Oh, jetzt sind wir nochmal drunter und wir sind jetzt direkt unter der Brücke nochmal. Und hier, ich habe auch nochmal geguckt. Das ist, hier ist der Bahnhof. Oder doch, ich glaube, das kann ich hier auf Bahnhof gucken, noch zeichnen. Hier der Bahnhof Rehendorf. Oder Haltepunkt oder so. Ich würde sagen, das ist hier ein Bahnhof. Hier, der Rehendorf. Weil hier ist das Fahrdienstleiter, das Stellwerk von Rehendorf. Das ist natürlich schon, naja. Weg jetzt, also nicht mal zu lassen ist. Das würde ich eher wirklich sagen hier. Aber ich hoffe, ich ganz sicher bin, weiß nicht. Und ich will kurz mal gucken. Aber ich schätze nicht, die Weiche kann man, glaube ich, nicht mehr stellen. Wobei, das ist eine Weiche. Mir fällt gerade auf, das ist hier, glaube ich, nicht der Bahnhof. Das war da vorne hinten.
Oder ist es so? Ach, keine Ahnung. Aber wie es aussieht, kann man die Weiche nicht. Oh doch, die kann man auch stellen. Aber da tut sich gleich nichts mehr. Da tut sich gleich nichts mehr, oder? Entweder ist es noch ein Schutzschalter, dass es verhindert, dass die Weiche umstellen kann. Oder die ist zu sehr verrostet, dass es einfach nicht mehr geht. Oh, jetzt raus, kann ich sagen. Nein, es geht nicht, bewegt sich gar nicht. Ich glaube, ah, man sieht gerade die Klemmen. Die wurde zugeklemmt. Die kann man nicht umstellen. Und die trotzdem war so zu rostig, dass man die nicht umstellen kann. Aber hier ist es dann zweigleisig. Aber ich habe das Gefühl, dass hier noch ein Gleis gab oder so. So wie es hier auch nicht aussieht. Und warum läuft man jetzt nicht so Dornen rein? Da. Aber hier ist das Stellwerk. Steht auch Friendorf drauf. Friendorf noch drauf. Und hier ist so ein Nebengleis, so ein abzweigendes Nebengleis. So wie es hier das gekennzeichnet aussieht. Aber hier ist noch eine andere. Schrauben anscheinend befestigt. Und falls hier jemand den Gleis interessiert, also die Weichen so, hier. Hier ist das Weichen Trapez. Nee, sagen wir einfach, die Zunge. Die Zunge ist da hinten. Das ist dieses, wo sich das entzweigt. Und das ist das Stellwerk, das nicht mehr in Betrieb ist. Natürlich. Ja. Hier steht's drauf. Friendorf. F-E. Oder, nee, F-O. F-O. Gut. Der Fahrtentleiter oder Stellwerk. Ich hätte das im Stellwerk von Friendorf. Das hört nicht mal, dass ich meinen Weichenstellhebel. Naja. Wir brauchen das noch. Hier geht es noch ein bisschen weiter. Hier muss ich ein bisschen aufpassen, weil ich muss eben hier hinlaufen, weil ich direkt darunter wäre ein bisschen gefährlich und ja, nicht wirklich gut. Wenn ich irgendwo so eine, wo ich von diesen paar älteren Damen danke, ich war jetzt hingewiesen, also für einen Tipp, dass ich so besser hinkommen kann. So, und da habe ich, wo ich hingelaufen bin, eben gemerkt, dass auch ein bisschen Teeröl, wenn man sieht. So, das ist, also habe ich hin zu euch gemerkt, dass die ganz schön rutschig sind. So, hier ist der Bahnsteig. Ich würde sagen, das ist hier der Bahnsteig Friendorf. Ich habe mir irgendwo, das ist hier der Bahnsteig von Friendorf. Oder, ich würde ehrlich sagen, das ist eine Haltestelle, wenn man so sagt, ein Typ. Ich bin mir nicht mal ganz sicher mehr, ob das eine Haltestelle ist oder so ein Bahnhof oder so. Ich würde eher sagen, das ist eine Haltestelle, wenn man das denkt, würde ich eher sagen. Ich würde eher sagen, das ist eine Haltestelle als ein Bahnhof. Hier ist mal ein Fernsprecher. Da ist, ich würde mal sagen, da waren so noch weitere Gleise hier. Warte kurz. So. Hier. Ich würde sagen, das waren hier noch weitere Gleise. Ich gehe noch mal kurz nochmal hin. Wo ist Flick? Und hier ist vielleicht noch ein weiterer Kilometer Stein. Oder? Nee, das ist nur Holz. Ich bin mir sicher, hier waren früher auch noch ein Gleis. Weil hier noch Schotter liegt und so. Ja. Na gut, ich muss mal kurz Fotos machen und gehen wir weiter. Weiter geht's. Noch mal kurz hier rüber. Hier könnten sogar auch zwei Gleise liegen. Zwei Gleise gewesen sein. Dann würde ich sagen, das war ein Bürgerstück. Dann würde ich sagen, dass es doch ein Bahnhof gewesen ist. Aber bin ich nicht sicher. Ich weiß es nicht genau. Ist alles nur Vermutung.
doch ein bisschen schwieriger durchzugehen. Aber hier haben wir hier noch den Bahnsteig. Wenn es ein Bahnsteig gewesen wäre, er sollte. Sonst aus, ob ich hier noch ein Signal dran wäre, weil es so sieht es ein bisschen anders aus als eben. Ich muss jetzt den Asphalt gehen. So. Naja, direkt neben so ein Gelände, ich will sagen Fabrikgelände oder so. Oh Gott, ich konnte etwas, ist das hinten ein Bienenstock? Okay, da würde ich aber außen rumlaufen. Sicherheitsgrund, Sicherheit. Also wir müssen Abstand halten. Das ist ein Bienenstock, wie so, es aussieht. Da würde ich extra einen. Gut, jetzt ist hier Winterzeit noch, aber Sicherheitsgründen. Vielleicht gehe ich ausrum. Aber wir stehen einfach mit auf dem Gleise. Also ich würde sagen, weil dass dieser Dach, der schräg stillgelegt ist, absolut bewiesen. Na gut, das ist natürlich besser vor, dass der schräg stillgelegt ist. Aber auch kann man ein bisschen unsicher. Okay, wir müssen aufpassen, hier ist ein bisschen irgendwas. Oh, Vorsicht, durchlaufen. Oh Gott, hier sind ein bisschen. Hier muss ich ein bisschen gerade besonders gut aufpassen, weil hier sind. Tiefe Stellen. Und Stellen, wo ich einfach nur noch nicht so richtig durchkomme. Oh. 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 Blöde Dorn. Glasflasche. Ich gebe kurz alle Fall drüber. So. Ach, oh, jetzt auch noch ein Gleis, sehe ich gerade auch. Hier war auch ein Anschluss für diese Anlage gewesen früher. Aber es ist schon auch wurde einfach schon entfernt. Gut. Mein Mund ist trocken von Reden. Ein bisschen. Ich glaube, der Rest auf der Laufstrecke wird etwas besser gehen jetzt. Würde ich mal sagen. Wirklich ziemlich zugewachsen. Da hat wirklich die Natur schon ganz schön stark sich zurückgewonnen. Oh, so Dorn. So viel. Oh. Ups. So, dann gehen wir hier rüber. Das war knapp. Das war richtig rutschig gerade. Ich bin gerade ziemlich gerutscht. Oh Gott, ich laufe kurz etwas rum. Alter, ich habe einen Schreck bekommen. Hier ist auch noch ein bisschen Schotter. Hier war gleich nochmal das Tor, hier das dritte Gleis,
von dieser Anlage, würde ich sagen. Aber ich glaube, wir haben noch ein großes Stück noch bis 30er. Sieht immer aus von hinten aus, wenn ein Bahnsteig wäre. Also ein Stieg. Hinten würde ich nur sagen, das sieht aus wie da hinten. Also war es schon recht groß. Mit mehreren kleinen Tieren. Oh Gott. Aber ich habe gerade kein Kilometerstein mehr gesehen. Oh Gott. Vorsichtig gelaufen, weil hier könnte es sehr rutschig sein. Ja, ich weiß, ich ziehe oft auf dem Boden. Das ist bei mir immer so. Bleibt das jetzt die ganze Zeit vergleichig, frage ich mich gerade ein bisschen. Also in beide Kilometer habe ich die Karte nicht gesehen. So, muss ich jetzt aus rumlaufen. Oder scheiße, kommt weg, so kurz das Gleis. Aber jetzt wird gut. Ein bisschen zugewachsen da vorne. Oh. Aber hier ist auch nicht besser. Oh. So. Ah je, jetzt, das wird jetzt wird's hier schlimmer. Ach du Schande. Ich glaube, hier wird es für mich dann sehr schwierig und bis gar nicht nochmal weiterzukommen. Oh, merke ich gerade. Oh Gott. Oh. Wie ich gerade sehe. Ach du Schande. Ei. Ei. Ne, hier wird es, glaube ich, nichts für mich, wirklich weiterzukommen. Dafür ist es hier einfach viel zu zugewachsen. Ich glaube, ich versuche mal irgendwie gerade ein bisschen leicht außen rum zu laufen. Dorn. Wo laufe ich jetzt? Hier, wo es viel zu dorn sind, wo der hinten lang. Also ich versuche mal gerade ein bisschen das umgehen.
Und jetzt wird man gleich wieder. Bis gleich.